Schon ein kurzer Blick in den Release-Kalender zeigt es klar und deutlich. Als Spieleplattform bleibt der PC auch in diesem Jahr ungeschlagen. Nirgendwo sonst bekommt ihr wieder so viel Releases in so vielen Genres geboten, von kreativen Indies und spannenden Exklusivtiteln bis hin zu hochwertigen Konsolenumsetzungen wird man da als PC-Spieler regelrecht verwöhnt. Einziger Nachteil, die Übersicht geht regelmäßig flöten, denn allein auf Steam rauschen die Spiele mittlerweile ja gefühlt im Minutentakt rein. Für diesen Videoausblick haben wir darum ziemlich streng ausgesiebt und nur die Spiele aufgenommen, von denen eine Veröffentlichung im Jahr 2023 entweder als sicher oder zumindest als sehr wahrscheinlich gilt. Ein paar heiß erwartete Spiele haben wir dafür bewusst ausgeklammert, zum Beispiel Hellblade 2, Age of Mythology Reloaded, Bloodlines 2 oder das nächste Frostpunk, bei denen deutet einfach nichts auf einen Release in nächster Zeit hin. Falls sich das ändern sollte, erfahrt ihr das aber natürlich auch auf unserem Kanal hier und auf unserer Website pcgames.de. Und damit sind wir auch schon startklar, also legen wir los mit unserem großen Jahresausblick auf die wichtigsten PC-Spiele 2023. Aliens Dark Descent will dem Erbe von James Camerons Kultfilm gerecht werden und verspricht einen interessanten Mix aus Action und Echtzeittaktik. In dem Singleplayer-Spiel erlebt ihr eine brandneue Story und kommandiert dabei ein mehrköpfiges Team durch eine Mondbasis, die von den pechschwarzen Viechern überrannt wurde. Ihr müsst weitreichende Entscheidungen treffen, euer Team aufleveln, Abkürzungen freischalten, Forschung betreiben und dafür sorgen, dass eure Soldaten nicht nur am Leben, sondern auch bei Sinnen bleiben. In einem Wort, vielversprechend. Seto isn't cursed or blessed. It's a battleground. Vor über 30 Jahren hat Alone in the Dark unser Verständnis von Survival-Horror neu definiert. Jetzt kehrt der Urvater in einer vollständigen Neuinterpretation zurück. Als Edward Cornby oder Emily Hartwood müsst ihr das unheimliche Decreto-Anwesen erkunden, Geheimnisse aufdecken, Rätsel lösen und natürlich das ein oder andere Ekelpaket bekämpfen. Die Entwickler versprechen beklemmende Atmosphäre und eine packende Story mit Gänsehautgarantie. Das erste Ark war ein gewaltiger Erfolg und 6 Jahre später wollen die Entwickler darauf aufbauen. Im Nachfolger strandet ihr wieder auf einer exotischen Welt, auf der Menschen und Dinosaurier um das Überleben kämpfen. Die Entwickler wollen eine epische Story mit Vin Diesel in einer tragenden Rolle abliefern, dazu umfangreiches Modding, Kämpfe im Souls-like-Stil und umfangreiches Crafting. Gespielt wird nur noch aus der Third-Person-Perspektive und technisch fußt das Ganze auf der Unreal Engine 5. Klingt alles erstmal gut, aber so langsam würden wir auch dann gern mal etwas Gameplay sehen. Die Armored Core-Spiele haben nur mittelmäßige Wertungen eingefahren und der letzte Teil ist auch schon wieder 10 Jahre her. Trotzdem kehrt From Software zu seiner Mech-Serie zurück und will mit Fires of Rubicon noch in diesem Jahr den 16. Teil veröffentlichen. Details sind noch rar und Gameplay gibt's auch nicht. Bislang weiß man nur, dass From Software das actionbetonte Gameplay rund erneuern und seine nicht unerhebliche Erfahrung der letzten Jahre einbringen will. Die Leitung des Mech-Spiels übernimmt zum Beispiel Masaru Yamamura, der ehemalige Designer von Sekiro: Shadows Die Twice. Es sind also wieder Profis am Werk. Das gefühlt 100. Assassin's Creed trägt den Untertitel Mirage. Es ist diesmal im Bagdad des 9. Jahrhunderts angesiedelt und spielt damit mitten in der Blütezeit des Islam. Das Action-Adventure erzählt die Geschichte von Basim ibn Ishak, der sich von einem einfachen Straßendieb zum geschickten Assassinen entwickelt. Assassin's Creed Mirage soll wieder linearer und deutlich kleiner ausfallen als die letzten Teile, die mit ihren riesigen Welten und Rollenspielelementen vielen Fans zu umfangreich waren. Mirage dagegen wird man in 15 bis 20 Stunden durchspielen können. Außerdem soll es sich wieder stärker auf das Stealth-betonte Gameplay konzentrieren, mit dem die Serie einmal angefangen hat. From the light. Nach 2 gelungenen The Search-Spielen hat man bei Deck 13 offenbar Lust bekommen, mal was anderes zu machen.
Die Frankfurter entwerfen mit Atlas Fallen ein brandneues Fantasy-Universum, in dem ihr lässig über Sand reiten und so eine weitläufige Welt voller Schätze und Geheimnisse erkunden könnt. Viel ist noch nicht bekannt, die Entwickler versprechen aber wieder packende Kämpfe, motivierende Charakterentwicklung und sogar einen Koop-Modus, mit dem ihr das Abenteuer auch zu zweit erleben könnt. Schon seit Jahren wird Atomic Heart als so eine Art Bioshock Infinite-Klon gehandelt. Und jetzt soll der aufwendige Shooter endlich bald erscheinen. Die Entwickler versprechen topmoderne Grafik, abgefahrenes Gegnerdesign, intensive Kämpfe, jede Menge Waffen und eine fesselnde, dystopische Spielwelt. Ob es am Ende auch Spaß macht, weiß zwar noch kein Mensch, aber es sieht eben verdammt gut aus. Fast 3 Jahre lang ist Baldur's Gate 3 im Early Access gereift und im August 2023 soll es endlich fertig sein. Die Larian Studios haben sich also viel Zeit genommen, um das taktische Dungeons & Dragons Rollenspiel rauszuputzen und für die Spieltiefe zu sorgen, die man von den Machern von Divinity 2 mittlerweile erwartet. Und die Mühe scheint sich auszuzahlen. Wenn das fertige Spiel wirklich so gut wird, wie es die Early Access Fassung vermuten lässt, können wir uns auf ein neues Meisterwerk gefasst machen. Nach Story-Schwergewichten wie Life is Strange, Tell Me Why oder Twin Mirror meldet sich Dontnod schon wieder mit dem nächsten Spiel zurück. Banishers wird ein Action-RPG, in dem ihr in die Haut von 2 Geisterjägern schlüpft. Dabei trefft ihr folgenschwere Entscheidungen und prügelt Untote ins Jenseits. Wird das Gameplay gut? Keine Ahnung. Aber weil Dontnod am Werk ist, dürften Story-Fans bestimmt wieder auf ihre Kosten kommen. It takes a brave man to walk these wilds alone. Habt ihr mal wieder Lust auf ein ordentliches Action-Rollenspiel mit einem hochwertigen Anime-Stil? Und das Ganze am besten noch online? Dann merkt euch Blue Protocol vor, ein MMORPG, das mit einer epischen Story, dynamischen Kämpfen und umfangreicher Charakteranpassung punkten will. Das Spiel wird von Bandai Namco entwickelt und als Publisher konnte man Amazon Games gewinnen. Blue Protocol setzt auf ein Free-to-Play-System und soll noch in diesem Jahr fertig sein. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch schon für die Closed Beta registrieren. Company of Heroes 3 ist im Mittelmeerraum während des Zweiten Weltkriegs angesiedelt und lässt euch taktisch fordernde Einsätze von italienischen Gebirgen bis hin zu den Wüsten Nordafrikas erleben. Zahlreiche neue Mechaniken werten das Gameplay auf, zum Beispiel echte Sichtlinien, vollständig zerstörbare Umgebungen und eine Kampagnenkarte, auf der ihr euch nun um Dinge wie Truppennachschub und Versorgungslinien kümmern müsst. Und auch grafisch ist das Echtzeitstrategiespiel bislang erste Sahne. Wenn alles glatt geht, kommt schon im Februar 2023 der Einsatzbefehl. Was haben Stars wie Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Chuck Norris und Danny Trejo gemeinsam? Die Antwort lautet Crime Boss Rockay City. Ein durchgestylter Ego-Shooter, in dem ihr alleine oder im 4-Spieler-Koop waghalsige Raubzüge abzieht und andere krumme Dinge dreht. Ein Open-World-Epos solltet ihr von der Gangsterparade aber nicht erwarten. Das erste Gameplay erinnert uns nämlich deutlich mehr an Spiele wie Payday. Skylight is what the statues are being lifted through. Boss, we made it to the lobby. You need the control room to get the skylight open for the chopper. How many times you gotta take a bullet for these motherfuckers in the name of empty promises? Nach einem holprigen Start hat CD Projekt doch noch die Kurve gekriegt und Cyberpunk 2077 mit vielen Patches in Ordnung gebracht. Das heißt, es wird Zeit für den ersten großen Story-DLC. Phantom Liberty bringt nicht nur Keanu Reeves als Johnny Silverhand zurück, diesmal wird auch der Hollywood-Star Idris Elba mitmischen. Im Verlauf der neuen Questreihe wird V auch einen frischen Stadtteil erkunden, der die Map von Night City um ein großes Gebiet erweitert. Was euch noch abseits der neuen Quests erwartet, also Waffen, Skills, Spielmechaniken und so weiter, das steht noch in den Sternen. Aber da Phantom Liberty wohl die einzige Story-Erweiterung für das Spiel bleiben wird, gehen wir davon aus, dass sich CD Projekt beim Umfang nicht lumpen lässt. Peace comes at a price. Welcome to the Zompocalypse.
Fast hätten wir nicht mehr dran geglaubt, aber nach zig Verschiebungen ist Dead Island 2 tatsächlich auf der Zielgeraden. Das Open-World-Action-Rollenspiel schickt euch diesmal in ein zombieverseuchtes LA mit jeder Menge Quests, abgedrehten Waffen, einem Koop-Modus und 6 spielbaren Helden, die ihr dann noch umfangreich weiterentwickeln könnt. Diesmal wirkt alles nur noch etwas bunter, heiterer und auch eine ganze Ecke brutaler als im Vorgänger. So brutal übrigens, dass das Zombiespiel sogar ein bisschen für den deutschen Markt gekürzt werden musste. Und dabei hatten wir eigentlich gedacht, dass diese Zeiten langsam mal vorbei wären. And trust me, these hungry bastards are everywhere. Vor 15 Jahren hat Dead Space neue Horrorstandards gesetzt. Und jetzt steht uns ein vollständiges Remake bevor, das die Atmosphäre des Originals perfekt einfangen will. Neben moderner Grafik, verbessertem Sound und überarbeitetem Gameplay soll inhaltlich alles beim Alten bleiben. Ihr werdet wieder in die Haut von Isaac schlüpfen und die finstere USG Ishimura erkunden. Da müsst ihr gegen grässliche Necromorphs kämpfen, ihnen strategisch die Körperteile vom Leib pflücken und zwischendurch die eine oder andere Panikattacke wegatmen. Das Remake entsteht diesmal bei Motive Studios und basiert auf der aktuellen Frostbite Engine, die unter anderem dafür sorgen soll, dass ihr das gesamte Spiel ohne Ladezeiten erleben könnt. How does it come to this? Deliver Us Mars bildet die Fortsetzung zu Deliver Us the Moon und ist wieder als stimmungsvoller Sci-Fi-Thriller konzipiert, der seine Geschichte in den Mittelpunkt rückt. Diesmal spielt ihr eine junge Astronautin, die sich auf eine Reise zum Mars begibt, um da verschollene Kolonieschiffe aufzuspüren. Die ersten Spielszenen zeigen einen netten Mix aus Geschicklichkeitseinlagen und Rätseln, wobei das Gameplay einen deutlich flüssigeren Eindruck macht als im Vorgänger. Anfang Februar wissen wir dann, ob sich das Ganze so gut spielt, wie es aussieht. Good. Precious. The precious, of course. The precious. We want it. We want it. Die ersten Präsentationen von Herr der Ringe Gollum hinterließen einen gemischten Eindruck. Trotzdem wollen wir das Schleichabenteuer auf keinen Fall abschreiben, denn es hat immer noch eine ganze Menge Potenzial. Gollum als tragischen Helden ins Rampenlicht zu rücken, ist endlich mal was Neues und könnte für interessantes Gameplay sorgen, das zur Abwechslung ganz ohne klassisches Kampfsystem auskommt. Außerdem können wir Tolkiens Welt so aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernen. Für den Release drücken wir den Entwicklern jedenfalls die Ringfinger. Nach Diablo 2 Resurrected und dem viel gescholtenen Diablo Immortal geht es dieses Jahr ans Eingemachte. Diablo 4 steht vor der Tür und es muss riesige Erwartungen erfüllen. Blizzard verspricht einen durch und durch finsteren Style, wuchtige Kämpfe, motivierende Beutejagd, ein riesiges Paragon-System fürs Endgame und erstmals eine offene Online-Welt, in der wir unterwegs auch anderen Spielern begegnen können. Es bleibt also abzuwarten, ob Blizzard damit die alten Fans zurückgewinnen kann. Sicher ist aber, dass Diablo 4 eine der wichtigsten Veröffentlichungen des gesamten Jahres werden wird. Gab es eigentlich jemals ein Spiel, das vor seinem Release so dermaßen verhauen wurde wie das neue Siedler? Ein gutes Aufbauspiel wird's ziemlich sicher nicht und mit dem ursprünglichen Konzept von Volker Wertig hat's kaum noch was am Hut. Trotzdem halten die Entwickler tapfer an dem Echtzeitstrategiespiel fest. Und natürlich werden wir es ausprobieren, denn am Ende zählt ja nicht der Name oder das Genre, sondern ob es einfach Spaß macht. Und da hat das neue Siedler zumindest eine faire Chance verdient. Während EA seit Jahren die Dungeon Keeper-Lizenz versauern lässt, hat Calypso mit seiner Dungeons-Serie eine sympathische Nische gefunden. In diesem Jahr bekommen wir schon den vierten Teil präsentiert, der auf den ersten Blick kaum was anders macht. Wir müssen wieder gemütliche Kerker für unsere Monster herrichten und unsere Bestien von Zeit zu Zeit an die Oberfläche schicken. Da können wir wieder im Echtzeit-Strategiemodus Missionsziele erfüllen und den Mächten des Guten den Tag versauen. Nach 2 Jahren im Early Access ist Everspace 2
praktisch fertig und soll Anfang 2023 endlich erscheinen. Schon die Vorabfassung hat vom ersten Klick an richtig Spaß gemacht. Mit unkomplizierter Weltraum-Action, motivierendem Erkunden, jeder Menge Story, netten Rollenspielelementen und einer schicken Optik dürfte Everspace 2 ein echtes Highlight werden, das jeder Fan von Space-Shootern auf dem Schirm haben sollte. Die Macher von Final Fantasy XV haben für dieses Jahr ein heißes Eisen im Feuer. Forspoken verspricht, ein rasantes Action-Rollenspiel zu werden, in dem ihr mit einer interessanten Heldin eine weitläufige Fantasy-Welt erkundet. Alles zu Fuß, wohlgemerkt, aber dank magischer Fähigkeiten in einem abartigen Tempo. Dazu gibt's ein dynamisches Kampfsystem, vielfältige Upgrades und hoffentlich auch eine spannende Geschichte. Square Enix setzt jedenfalls große Hoffnungen in den Titel und das aus gutem Grund. Selbst in einem Jahr, in dem der PC von spannenden Aufbauspielen regelrecht überschwemmt wird, sticht Gord positiv aus der Masse raus. Euch erwartet ein düsterer Mix aus Survival-Abenteuer und Strategiespiel, in dem ihr eine Siedlung errichten und gegen feindliche Stämme, Monster und andere Gefahren verteidigen müsst. Diejenigen, die nicht ihren Verstand verlieren, schickt ihr auf Außenmissionen und trefft Entscheidungen, mit denen ihr den weiteren Spielverlauf beeinflusst. Sieht spannend aus? Könnte wunderbar in die Hose gehen, doch bei einem Frostpunk wusste vorher schließlich auch niemand, was es taugt. Also behalten wir Gord für dieses Jahr besser mal im Auge. Gothic ist deutscher Rollenspielkult und selbst heute noch hat das Original von Piranha Bytes jede Menge Fans. Nach 22 Jahren will THQ Nordic nun ein vollständiges Remake abliefern, das neben zeitgemäßer Grafik und einem modernen Kampfsystem alle Stärken und Besonderheiten des Originals erhalten will. Wenn alles glatt geht, können wir uns schon in diesem Jahr wieder in das herrlich raue Minental von Kurine stürzen und den namenlosen Helden in völlig neuem Glanz erleben. Hoffentlich diesmal aber mit deutlich weniger Bugs. Death to Kronos. Death to Kronos. Das erste Hades wurde mit Auszeichnungen regelrecht zugeschmissen. Darum entwickelt Supergiant Games nun zum ersten Mal überhaupt eine Fortsetzung. In Hades 2 kämpft ihr euch wieder durch die griechisch bunte Unterwelt, diesmal in Gestalt der unsterblichen Prinzessin Melinoe. Auf der Jagd nach dem Titan Kronos erwarten euch brandneue Charaktere und Überraschungen, Unmengen an Dialogen, spannende Upgrades und der unverwechselbare Stil, der schon den ersten Teil ausgezeichnet hat. Hades 2 soll irgendwann in diesem Jahr in den Early Access starten. Hell is Us ist wieder so ein Spiel, das bei vielen noch unter dem Radar fliegt. Das Action-Adventure spielt in einer Welt, die von einem Bürgerkrieg zerrissen wurde und in der plötzlich übernatürliche Kreaturen das Land heimsuchen. Ihr seid natürlich die einzige Person, die mit der Brut aufräumen kann. Die Entwickler wollen dazu intensive Nahkämpfe mit besonders belohnender Erkundung verbinden. Wenn ihr die halboffene Spielwelt bereist, müsst ihr nämlich auf Kompass, Karte oder andere Hilfen verzichten. Ihr seid also komplett auf euch gestellt. What do you think you're doing here, humans? Nach mehreren Verschiebungen steht uns endlich das bislang größte und hoffentlich auch beste Spiel mit der Harry Potter Lizenz ins Haus. Hogwarts Legacy will Fanträume wahrmachen und schickt euch als frisch gebackenen Schüler oder Schülerin an die ehrwürdige Zaubererschule. Da schließt ihr euch einem der vier Häuser an, nehmt am Unterricht teil, erkundet ikonische Schauplätze, kämpft, fliegt, braut und zaubert, was das Zeug hält. Und natürlich erzählt das Action-Rollenspiel auch noch eine brandneue Story, die viele Jahre vor dem ersten Harry Potter Band angesiedelt ist. Schaut immer noch ein bisschen zu gut aus, um wahr zu sein, doch echte Potterheads dürfte das kaum abhalten. Für die wird Hogwarts Legacy wohl so oder so ein Pflichtkauf. Jahr für Jahr landet Hollow Knight Silksong weit oben auf vielen Wunschlisten. Kein Wunder, das erste Hollow Knight gilt schließlich als eines der besten und umfangreichsten Metroidvanias aller Zeiten. Silksong will auf dem großen Erfolg aufbauen, mit neuer Heldin, frischen Mechaniken und einer brandneuen, stimmungsvollen Insektenwelt zum Erforschen. Wir hoffen natürlich auf ein Top-Spiel, zügeln aber auch gleichzeitig unsere Erwartungen. Schließlich muss Silksong in ziemlich große Fußstapfen treten. Das
Das Jahr 2023 hat schon jetzt ein paar spannende Strategietitel auf Lager und Homeworld 3 zählt zweifellos dazu. Die Entwickler von Homeworld Deserts of Karak kehren ins All zurück und lassen euch wieder taktisch fordernde Missionen in völliger 360-Grad Bewegungsfreiheit erleben. Zu den Neuerungen zählt ein Deckungssystem, durch das ihr eure Raumschiffe hinter Weltraumschrott und anderen Hindernissen verstecken könnt, um Angriffen aus dem Weg zu gehen. Neben der Story-Kampagne soll es auch PvP-Kämpfe und sogar einen neuen Koop-Modus mit Roguelike-Elementen geben. Man nehme waschechte Rundentaktik wie bei XCOM, übertriebene Gewalt und dazu ein Sci-Fi-Setting, das verdächtig an Running Man erinnert. Fertig ist das derbe Homicidal All-Stars, in dem sich euer Team in einer blutrünstigen TV-Show behaupten muss. In den handgemachten Levels warten nicht nur fordernde Rundengefechte, sondern auch überraschende Fallen, kleine Puzzles, Hinterhalte und Schätze, die ihr im Erkundungsmodus entdecken könnt. Alles in allem eine vielversprechende Mischung, an der auch ehemalige Entwickler von Phantom Doctrine und Hard West beteiligt sind. Auch wenn man es ihm nicht ansieht, Hyper Light Breaker ist der Nachfolger von Hyper Light Drifter, einem Indie-Überraschungshit aus dem Jahr 2016. Diesmal erwartet euch aber ein Third-Person-Action-Adventure, das nach dem Roguelite-Prinzip aufgebaut ist. Ihr erkundet weitläufige, sich ständig verändernde Welten und Labyrinthe, verkloppt Monster und entdeckt Items und Waffen, mit denen ihr mächtige Builds zusammenstellen könnt. Im Spielverlauf verbessert ihr außerdem eure Siedlung, wodurch ihr permanente Upgrades freischaltet und ein Koop-Modus ist diesmal auch an Bord. Der Early Access Start ist irgendwann für dieses Jahr angesetzt. Bei den Game Awards 2022 wurde Immortals of Aveum mit einem schicken Teaser-Trailer angekündigt. Der zeigt zwar noch kein Gameplay, vermittelt aber zumindest die Idee des Spiels. Euch erwartet ein Einzelspieler-Shooter in einer durchgestylten Fantasy-Welt, in der ihr eure Feinde mit mächtiger Magie auf die Matte schickt. An Aveum sind auch einige Dead Space-Veteranen beteiligt, die ein hochwertiges AAA-Spielerlebnis versprechen. Das könnte spannend werden, schon allein, weil es viel zu wenig gute Fantasy-Shooter gibt. Schlanke 24 Jahre hat es gedauert, bis das ehrwürdige Jagged Alliance 2 einen richtigen Nachfolger bekommt. Teil 3 will viele alte Stärken bewahren, aber gleichzeitig das Spielprinzip modernisieren. Im Kern erwartet euch wieder ein rundenbasiertes, beinhartes Söldner-Taktikspiel, natürlich garniert mit jeder Menge Rollenspielelementen und einer taktischen Übersichtskarte, die für mehr Spieltiefe sorgen sollen. Bei unserer letzten Präsentation hat das alles schon einen hervorragenden Eindruck gemacht. Wie gut die kritischen Jagged Alliance-Fans aber auf die Neuerung reagieren werden, sei mal dahingestellt. And my only way out of here is with one of them. Spannend, kreativ und wahnsinnig stylisch hat sich Judas in seinem ersten Trailer präsentiert. Der storylastige Ego-Shooter stammt von einem neuen Team, das von Ken Levine geleitet wird, also dem kreativen Kopf hinter Meisterwerken wie Bioshock Infinite. Und auch wenn praktisch noch nichts zur Story oder dem Gameplay bekannt ist, sind die Bioshock-Parallelen unübersehbar. Schon das allein macht Judas zu einem richtig spannenden Release, den wir hoffentlich noch in diesem Jahr erleben. Im Nachfolger zum Überraschungshit Kerbal Space Program leitet ihr wieder ein umfangreiches Weltraumprogramm, entwickelt unterschiedlichste Raumschiffe und erkundet damit das All. Erstmals könnt ihr dabei auch Kolonien auf fremden Welten gründen, Rohstoffe fördern und Habitate errichten. Irgendwann sollt ihr sogar interstellare Reisen freischalten können, doch bis es soweit ist, muss Kerbal Space Program 2 noch eine Weile im Early Access reifen. Wenn alles glatt geht, stehen schon am 24. Februar alle Systeme auf Go. Schon seit seiner Ankündigung versprüht Lies of P eine grandiose Atmosphäre, die uns stark an Bloodborne erinnert. Das finstere Souls-like basiert lose auf der Geschichte von Pinocchio, der hier als waffenstarrender Maschinenmensch eine düstere Stadt erkundet. Lies of P soll eine dichte Story, fordernde Kämpfe, vielfältige Upgrade-Mechaniken und jede Menge Quests bieten, in denen ihr sogar Entscheidungen treffen dürft, um den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Das alles macht Lies of P zu einem der spannendsten Souls-likes in diesem Jahr. Please, help me.
Mit einer kleinen Demo hat Manor Lords im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt. Vor allem die tolle Präsentation hebt den Mittelalter-Städtebausimulator schon jetzt weit von der Masse ab. Aber auch spielerisch macht das Ding richtig was her. Es sind sogar taktische Echtzeitkämpfe im Total War-Stil an Bord. Auch wenn da noch eine ganze Menge schiefgehen kann, ist Manor Lords ein Spiel, das Aufbaufans im Auge behalten sollten. Nach mehreren Ablegern und Add-ons bekommen Echtzeitstrategen endlich einen richtigen zweiten Teil zu Man of War. Es geht wieder zurück auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, die mit hohem Detailgrad, vielen taktischen Optionen und fortschrittlicher KI zum Leben erweckt werden soll. Neben PvP und Koop-Modi gibt es auch zwei Einzelspielerkampagnen, in denen ihr wahlweise Alliierte oder Sowjets spielt. Das sieht schon richtig vielversprechend aus. Die Frage ist nur, wie gut sich das Spiel am Ende gegen Company of Heroes 3 schlagen wird. Obwohl wir in den letzten Jahren massig Open-World-Survival-Crafting-Spiele gesehen haben, konnte Nightingale schon viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das First-Person-Abenteuer katapultiert euch in eine exotische Fantasy-Welt voller abgefahrener Kreaturen, in der ihr Rohstoffe sammeln, Ausrüstung herstellen und eine neue Heimat aufbauen müsst. Eure Streifzüge in die Wildnis könnt ihr außerdem alleine oder im Koop-Modus bestreiten, so wie man es vom Genre mittlerweile kennt. Schaut auf jeden Fall cool und richtig ambitioniert aus. Ob es sich aber auch gut spielt, erfahren wir voraussichtlich im ersten Halbjahr, wenn Nightingale in den Early Access startet. The Tales, whose hero you become. An guten JRPGs besteht zwar kein Mangel, doch Octopath Traveler war vor ein paar Jahren eine freudige Überraschung. Neben gutem Gameplay und spaßigen Rundenkämpfen überzeugte das Spiel vor allem mit seiner stylischen Optik, die pixelige Retro-Sprites mit modernen 3D-Tricks kombinierte. Octopath Traveler 2 will eine brandneue Story, 8 unverbrauchte Helden und hier und da auch kleine Verbesserungen am Gameplay liefern. Schaut unterm Strich zwar fast genauso aus wie der Vorgänger, aber das dürfte den Fans wohl gerade recht sein. That's more like it. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Outcast von 1999 doch noch seine verdiente Fortsetzung erhalten wird. In dem Action-Adventure feiern wir ein Wiedersehen mit Cutter Slade, der auf die exotische Alien-Welt Adelpha zurückkehrt, um ein weiteres Mal für die Freiheit der Talaner zu kämpfen. Hinter dem Projekt steht wieder Appeal Studios, also das gleiche Team, das schon das Originalspiel samt Remake erschaffen hat. Euch erwarten wieder eine offene, farbenfrohe Welt, die ihr diesmal sogar per Jetpack erkunden dürft. Jede Menge verzweigte Quests und ein epischer Soundtrack aus der Feder von Lenny Moore. Unsere Vorfreude hat Outcast 2 damit definitiv geweckt. Do you want to know more? Have a look. Ihr baut gerne Freizeitparks und könnt mit Naturgesetzen nicht so richtig was anfangen? Dann setzt doch schon mal Park Beyond auf eure Liste. Das Aufbauspiel lässt euch nämlich einen abgedrehten Vergnügungspark aufbauen, in dem ihr euch irre Attraktionen ausdenken dürft, die normalerweise keiner Prüfung standhalten würden. Ganz zu schweigen von den Regeln der Physik. Das verspricht frischen Wind im Genre und sieht auch schon jetzt ziemlich liebenswert aus. Während das erste Path of Exile immer noch zu den besten Beutekloppern auf dem Markt zählt, arbeiten die Entwickler schon seit Jahren an einem Nachfolger. Der soll eine neue Kampagne in 7 Akten erzählen, die parallel zum ersten Teil verläuft und die auch im gleichen Endgame mündet. Mit brandneuen Klassen, einem frischen Upgrade-Baum, einer verbesserten Engine und zig Detailverbesserungen soll Path of Exile 2 den ersten Teil noch überbieten. Zum Beispiel soll das etwas umständliche Gem-System diesmal deutlich komfortabler ausfallen. Der Diablo 4-Konkurrent hat zwar immer noch kein Datum, im Juli 2023 sollen aber endlich die Infos zum Beta-Start folgen. Auch in diesem Jahr können wir uns auf zig neue Boomer-Shooter einstellen, die ein Spielgefühl wie in den 90er Jahren versprechen. Ein besonders nettes Exemplar war zuletzt Iron Fury und von diesem Spiel kündigt sich nun ein Nachfolger an. Phantom Fury bringt Shelley Bombshell Harrison zurück und schickt sie wieder durch ein überdrehtes, selbstironisches Actionspektakel der ganz alten Schule. Neben jeder Menge Waffen, Upgrades und schnörkelloser Action setzt Phantom Fury auch auf einen markanten Look, der an die Shooter der späten 90er Jahre erinnert.
Nein, so richtig wissen wir immer noch nicht, worum es in Capcoms Pragmata eigentlich geht. Die Entwickler beschreiben es als Action-Adventure mit fesselnder Story, das in einer dystopischen Zukunft und irgendwo, irgendwie, irgendwann auch mal auf dem Mond spielt. Die kryptischen Trailer versprühen dann noch ein bisschen Kojima-Magie, schon allein, weil wir aus dem Ganzen zwar nicht so richtig schlau werden, aber trotzdem unbedingt mehr erfahren wollen. In diesem Jahr können wir uns endlich selbst ein Bild vom Gameplay machen. Ihr baut gerne Bahnstrecken und lasst Züge über eure selbst verlegten Gleise rumpeln, dann ist Railway Empire 2 vielleicht das richtige Spiel für euch. Im frühen 19. Jahrhundert leitet ihr die Geschicke eines neuen Unternehmens und habt die Aufgabe, daraus eine einflussreiche Bahngesellschaft zu entwickeln. Ihr dürft in den USA und erstmals auch in Europa bauen, auf wesentlich größeren, detaillierten Maps, die mehr Platz für eure Schienennetze und selbstgebastelten Züge bieten. Die Bedienung soll dabei deutlich komfortabler ausfallen, damit ihr euch mehr auf den ausgebauten Wirtschaftsteil des Spiels konzentrieren könnt. Die Entwickler von Prey und Dishonored überraschen mal wieder mit einem Tapetenwechsel. In Redfall erwartet euch ein durchgestylter Open-World-Shooter, in dem ihr allein oder im Vierspieler-Koop Jagd auf mächtige Vampire macht. Eine verzweigte Story-Kampagne, deftige Kämpfe, vier einzigartige Klassen und eine detailverliebte Spielwelt sollen Redfall zu etwas Besonderem machen. Und wo Arcane draufsteht, steckt ja normalerweise auch was richtig Gutes drin. Remnant from the Ashes kam zwar erst 2019 auf den Markt, war aber scheinbar so erfolgreich, dass wir schon in diesem Jahr eine waschechte Fortsetzung bekommen. In dem düsteren Souls-like-Shooter spielt ihr entweder alleine oder im Dreier-Koop und erkundet dynamisch generierte Gebiete voller Überraschungen und knallharter Bossgegner. Remnant 2 verspricht mehr Spieltiefe, mehr Abwechslung und mehr Wiederspielwert als der Vorgänger und könnte damit voll ins Schwarze treffen. Mit seiner spektakulären Pixel-Art-Optik hat Replaced schon bei seiner Ankündigung für Aufsehen gesorgt. Und bald werden wir dann hoffentlich mal erfahren, ob sich hinter der Wahnsinnsfassade auch ein gutes Spiel befindet. Im Gegensatz zu The Last Night, mit dem es oft verglichen wird, soll der Action-Plattformer nämlich definitiv in 2023 erscheinen. Who are you? What are you doing here? In der Resident Evil-Serie nimmt der vierte Teil eine Sonderstellung ein. 2005 für GameCube und PS2 veröffentlicht, hat das Kultspiel seitdem zahllose Action- und Horror-Adventures geprägt. Jetzt steht uns im März ein vollständiges Remake bevor. Euch erwarten eine zeitgemäße, düstere Grafik, gerissene Gegner, schweißtreibende Kämpfe, jede Menge Roundhouse-Kicks, viele Detailverbesserungen und vor allem ein modernes Spielgefühl, das aber alle Stärken des Originals erhalten soll. You gotta be kidding me. Eine beklemmende, kryptische Story, tolle Grafik und vor allem hervorragend spielbare Bullet-Hell-Action haben Returnal zu einem der besten Roguelikes der letzten Jahre gemacht. Jetzt kommt der ehemalige PS5-Exklusivtitel endlich auch auf den PC, inklusive aller Verbesserungen wie ein faireres Speichersystem oder ein Koop-Modus. Ein tolles Erlebnis wird's also auf jeden Fall, zumindest wenn ihr die nötige Hardware im Rechner habt. Die offiziellen Systemanforderungen lesen sich nämlich mehr als happig. Mit Terminator Resistance hat Taeon ein überraschend gutes Actionspiel gezaubert, das der Vorlage zur Abwechslung mal gerecht wird. Jetzt hat sich das polnische Team die Robocop-Lizenz geschnappt und verspricht wieder einen stimmungsvollen Shooter, der die Atmosphäre des 80er-Jahre-Kultfilms perfekt einfangen will. Dazu wurde sogar der Originaldarsteller Peter Weller verpflichtet, der in diesem Spiel die Dialoge einspricht. Auch wenn es am Ende also kein absoluter Top-Titel wird, könnte Robocop Rogue City gerade für Fans richtig spannend werden. Dead or alive, you are coming with me. Eigentlich war der Release von Stalker 2 schon für 2022 vorgesehen, doch Putins Angriffskrieg zwang die Entwickler, den Open-World-Shooter auf dieses Jahr zu verschieben. Der lang ersehnte Nachfolger katapultiert euch wieder in die postnukleare Sperrzone rund um Tschernobyl.
Dort könnt ihr nach Herzenslust erkunden, nach Anomalien und Artefakten suchen, zahlreiche Fraktionen kennenlernen und natürlich jede Menge widerliche Mutanten bekämpfen. Die Entwickler versprechen eine packende Atmosphäre, eine umfangreiche Story voller Entscheidungen, motivierendes Waffencrafting und eine lebendige, grafisch beeindruckende Spielwelt. Auf den ersten Blick erinnert Scar the Boff ein bisschen an Returnal, doch der Eindruck täuscht. Hier erwartet euch nämlich kein Roguelike, sondern ein klassisches Third-Person-Action-Adventure, in dem ihr mit einer wehrhaften Wissenschaftlerin ein rätselhaftes außerirdisches Gebilde erforscht. Fordernde Kämpfe, ausgiebiges Erkunden, eine komplexe Geschichte und jede Menge Upgrades sollen für Motivation sorgen. Scar the Boff riecht zwar nicht gerade nach Top-Titel, könnte sich aber als richtig schöne Überraschung entpuppen. Ab dem 27. Februar wissen wir mehr. Stop the Custodian. Konami will die Marke Silent Hill im großen Stil wiederbeleben. Den Anfang macht das Remake von Silent Hill 2, für das man Bloober Team, also die Macher von Blair Witch und The Medium, angeheuert hat. Um die geniale Stimmung des Originals einzufangen, ist auch wieder der originale Komponist Akira Yamaoka an Bord. Neben zeitgemäßer Grafik, dank Unreal Engine 5, gibt's auch eine neue Kameraperspektive und ein verbessertes Kampfsystem. Ansonsten will man sich mit Neuerungen aber möglichst zurückhalten, um das einflussreiche Original nicht zu verwässern. Einen Release-Termin gibt's zwar noch nicht, allerdings ist Silent Hill 2 schon seit 2019 in Entwicklung und laut der Macher bereits weit fortgeschritten. Ein Release in diesem Jahr ist also absolut möglich. Mary? Man mag es kaum glauben, aber das lang erwartete Skull and Bones soll nun endlich am 9. März 2023 erscheinen. Damit will euch Ubisoft das ultimative Piratenerlebnis bieten, indem ihr als bescheidener Freibeuter anfangt und euch nach und nach zum Schrecken der Ozeane hocharbeitet. Es gibt eine Kampagne, PvP-Modi und natürlich Koop. Wer mag, kann also auch mit Freunden die Open World erkunden. Wie es scheint, wird Skull and Bones aber keinen Nahkämpfer an Land oder beim Entern feindlicher Schiffe bieten. Stattdessen drehen sich die Gefechte wohl ganz um die Schlachten auf hoher See. Wir sind gespannt, ob das reicht, um Piratenfans damit lange bei der Stange zu halten. Das extrem erfolgreiche The Forest soll noch in diesem Jahr seinen verdienten Nachfolger bekommen. Sons of the Forest soll ein fesselnder Mix aus Crafting, Abenteuer und Survival-Horror werden, der euch auf eine abgeschiedene Insel voller Kannibalen und mutierter Kreaturen entführt. Die Entwickler versprechen wieder totale spielerische Freiheit, umfangreiches Crafting, wechselnde Jahreszeiten, einen Koop-Modus und natürlich jede Menge Schockmomente. Get down, son! Die Macher von Fantasy General 2 veröffentlichen noch in diesem Jahr ihren neuesten Streich. Spellforce Conquest of Eo lässt die Echtzeitwurzeln des Originals hinter sich. Stattdessen erwartet euch ein Mix aus 4X-Strategie, taktischen Rundenkämpfen und Rollenspielelementen. Als eine von mehreren Magierklassen baut ihr nach und nach euren Turm aus, erweitert euren Einfluss auf der Map, erledigt Aufträge, heuert Helden an, lernt Zauber und erobert mit euren Armeen neue Gebiete. Und das sieht schon jetzt ganz schön vielversprechend aus. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. Gute Star Trek-Spiele sieht man selten. Darum sind nun alle Augen auf Resurgence gerichtet, an dem rund 20 ehemalige Telltale-Entwickler feilen. Das narrative Adventure spielt im Jahr 2380, also kurz nach Next Generation und dem Ende des Dominion-Krieges. Resurgence soll in erster Linie ein gehaltvolles Story-Abenteuer voller Entscheidungen werden, es sind aber auch verschiedene Minispiele und Zusatzaufgaben wie Shuttle-Flüge, Scanner-Puzzles oder Phaser-Kämpfe eingeplant. Das Spiel wird übrigens nicht Telltale-typisch in Episoden aufgeteilt, sondern soll im April 2023 in einem Stück erscheinen. Von Star Trek geht's weiter zu Star Wars. 5 Jahre nach Jedi Fallen Order kehrt Cal Kestis zurück und stürzt sich in ein neues Abenteuer, das etwa zur gleichen Zeit spielt wie die Obi-Wan-Serie. In dieser dunklen Epoche muss sich der junge Jedi-Ritter neuen Gefahren stellen und alten wie neuen Freunden zur Seite stehen.
Das klingt alles noch sehr vage, aber wer den Vorgänger gespielt hat, weiß zumindest, dass die Entwickler größten Wert auf die Geschichte legen. Spielerisch erwartet euch ein größeres Arsenal an Machtfähigkeiten und Lichtschwerttechniken. Außerdem wird es neue Ausrüstung geben, die auch beim Erkunden zum Einsatz kommt. Da kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Ein neues Bethesda-Rollenspiel ist immer was Besonderes und Starfield verspricht, sogar noch größer zu werden als Skyrim oder Fallout 4. Ihr erkundet nämlich nicht nur verschiedenste Planetenoberflächen und liefert euch knackige Ego-Shooter-Kämpfe, sondern könnt auch mit eurem Raumschiff durchs All düsen, wo euch packende Dogfights und neue Welten zum Erkunden erwarten. Das alles eingebettet in ein erwachsenes Sci-Fi-Setting und eine Story, die schon jetzt mehr Dialogzeilen haben soll als jedes andere Bethesda-Spiel. Das klingt verdammt ambitioniert, verdammt vielversprechend und ja, da kann auch verdammt viel schiefgehen. Einer der wichtigsten Titel des Jahres wird es aber in jedem Fall. Gute Stargate-Spiele können wir an einer halben Fingerspitze abzählen. Es wird also allerhöchste Zeit. Stargate Timekeepers erzählt eine neue Geschichte, die vom Ende der 7. Staffel in SG-1 abweicht. Im Kampf gegen die Goa'uld wird euer Team in einer Zeitschleife gefangen und muss jetzt über 14 storylastige Missionen versuchen, da irgendwie heil wieder rauszukommen. Es gibt sogar Entscheidungen, die sich auf das Ende auswirken, inklusive der Möglichkeit, frühere Missionen zu wiederholen, um den Verlauf der Geschichte zu verändern. Spielerisch wird das Ganze als ein Echtzeit-Taktikspiel umgesetzt, das auf den ersten Blick stark an Desperados 3 oder Shadow Tactics erinnert. Schon das allein könnte Timekeepers zu einem echten Geheimtipp machen. Capcoms beliebter Straßenprügler meldet sich zurück. In Street Fighter 6 erwarten euch nun 3 Spielebenen. Im Fighting Ground könnt ihr euch mit dem neuen verbesserten Kampfsystem austoben. Im World Tour Modus erstellt ihr euch dagegen einen Avatar und erkundet damit die Stadt Metro City, um dort legendäre Kämpfer zu treffen und neue Kampftechniken zu lernen. Und dann gibt's noch den Battle Hub, den die Entwickler als das Herzstück des Spiels bezeichnen. Hier könnt ihr andere Spieler treffen und herausfordern oder an Spielautomaten verschiedene Capcom-Klassiker zocken. Ein origineller Ansatz für ein Prügelspiel, jetzt müssen nur noch die Fans zeigen, ob sie darauf überhaupt Bock haben. Did you get him? Really? Why don't you just mail me the bullet? Mit der Batman Arkham-Serie hat Rocksteady 3 fantastische Action-Adventures geschaffen, doch damit ist es jetzt vorbei. Ihr nächstes Spiel rückt nun die berüchtigte Task Force X in den Mittelpunkt. Eine Truppe gut gelaunter Superschurken, die sich mit einigen der größten Helden aus dem DC-Universum anlegen. In Suicide Squad Kill the Justice League erwartet euch ein offenes Metropolis, wo ihr euch mit 4 grundverschiedenen Charakteren austoben dürft, wahlweise alleine oder im Vierspieler-Koop. Besonders schön ist außerdem, dass der kürzlich leider viel zu früh verstorbene Kevin Conroy Batman im Spiel erneut seine Stimme leihen wird. It is a beautiful day on Citadel Station. Die Night Dive Studios sind eigentlich für hochwertige Remasters bekannt, doch diesmal trauen sie sich an ein vollständiges Remake. System Shock, dieses Kultspiel von 1994, wurde von Grund auf neu entwickelt und soll eine zeitgemäße Engine, moderne Steuerung und viele Verbesserungen mitbringen, ohne den Geist des Originals zu verfälschen. Ihr werdet also wieder die unheimliche Citadel-Raumstation erkunden und einen Weg finden müssen, die durchgedrehte Bord-KI Showdown aufzuhalten. Umfangreiche Upgrades, große spielerische Freiheiten und auch die bekannten Cyberspace-Einlagen sollen für Spieltiefe sorgen und dem Original von Looking Glass alle Ehre machen. Im März 2023 soll der Horrortrip startklar sein. Nicht nur Street Fighter wird in diesem Jahr ein neues Kapitel aufschlagen, auch für die langlebige Tekken-Serie geht es bald in die 8. Runde. Aufwendige Grafik, eine ernste Story und neue Kampfmechaniken, die aggressive Angriffe belohnen, sollen Tekken 8 von den Vorgängern abheben. Für die Next-Gen-Optik ist die Unreal Engine 5 zuständig. Ein Release in 2023 ist zwar noch nicht offiziell, gilt aber als wahrscheinlich. Ein neues Command & Conquer ist noch lange nicht in Sicht, doch dafür können wir nun das nächstbeste bekommen.
Tempest Rising wird endlich mal wieder ein klassisches Echtzeitstrategiespiel mit typischem Basisbau, Ressourcensammeln und actiongeladenen Tank Rushs. Drei unterschiedliche Fraktionen wird es geben, von denen zwei auch ebenso gut Nod und GDI heißen könnten. Euch erwarten zwei Singleplayer-Kampagnen, Skirmish, verschiedene Multiplayer-Modi und eine Rangliste, eben alles, was in einem Spiel, das Command & Conquer beerben will, dazugehört. Alleine auf Steam konnte The Day Before schon jede Menge Follower anlocken. Und das, obwohl das Online-Spiel immer noch viele Fragezeichen hinterlässt. Auf dem Papier ist es ein Open-World-Survival-MMO, in dem ihr euch gegen bissige Infizierte zur Wehr setzen müsst. Das erinnert auf den ersten Blick an eine Mischung aus The Division und State of Decay, was sicherlich nichts Schlechtes ist. Jetzt muss es aber beweisen, dass sich hinter den Versprechungen auch ein rundes Spiel verbirgt. I know you've been a rockhopper. So you survived the crushing black of space. Die exzellente Sci-Fi-Serie The Expanse ging zwar mit Staffel 6 zu Ende, doch zumindest können sich die Fans auf Nachschub in Form eines Videospiels freuen. Das wird derzeit von Telltale Games und Deck 9 Games entwickelt und ist vor den Ereignissen der TV-Serie angesiedelt. Ihr spielt darin Kamina Drummer, die mit ihrer Scavenger-Crew in ein neues, düsteres Weltraumabenteuer verstrickt wird. In Sachen Gameplay ist noch nicht viel bekannt, sicher ist aber, dass ihr hin und wieder schwerelos düstere Locations erkunden werdet. Und natürlich müsst ihr wieder eine Menge Entscheidungen treffen, um den Plot zu beeinflussen. Aber das versteht sich bei einem Telltale-Spiel ja praktisch von selbst. How you deal with it is up to you, Boss Mang. I heard no beeps. The Invincible präsentiert sich als stimmungsvolles Sci-Fi-Abenteuer, das stark auf den Werken von Stanislaw Lem basiert. Das storygetriebene Adventure katapultiert euch auf den unerforschten Planeten Regis 3, wo ihr euch auf die Suche nach verschollenen Crewmitgliedern machen müsst. Das Spiel will mit einer coolen Retro-Ästhetik, gehaltvollen Entscheidungen und einer philosophischen Story punkten, die beinharte Sci-Fi-Fans begeistern soll. Dass es ganz nebenbei auch richtig gut aussieht, nehmen wir da gerne mit. What have you done? You hear that? Run! There's too many of them! 10 Jahre nach der ursprünglichen PS3-Version schafft The Last of Us endlich den Sprung auf den PC. Das Remake des Kultspiels präsentiert sich technisch topmodern und auch das Gameplay wurde hier und da verfeinert. Im Kern stehen aber wieder die emotionale Geschichte mit ihren großartig geschriebenen Figuren und natürlich das beklemmende Endzeit-Setting. Da Sony schon mehrere hervorragende PC-Umsetzungen abgeliefert hat, dürfen wir uns auch schon mal beim Remake von The Last of Us die Hände reiben. Under the mountain of Durin's Folk. Ein Herr-der-Ringe-Spiel, das manche von euch vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Return to Moria ist ein Survival-Crafting-Abenteuer, in dem ihr mit einer Gruppe von Zwergen in die Tiefen von Khazad-dûm vorstoßt, um Ressourcen, Schätze, Artefakte und so weiter zu sammeln. Mit dem Zeug baut ihr eure Festung detailliert aus und stellt neue Ausrüstung her. Zufallsgenerierte Umgebungen sollen für hohen Wiederspielwert sorgen und natürlich dürft ihr Return to Moria nicht nur alleine, sondern auch im Koop-Modus erleben. Lange war Lords of the Fallen 2 in der Versenkung verschwunden, doch da haben wir es jetzt. Ein komplett neues Action-Rollenspiel, das nicht mehr bei Deck 13, sondern bei Hexworks entsteht. Das Spiel präsentiert sich wesentlich düsterer als das Original und soll zwei riesige, vernetzte Welten bieten, ein Reich für die Lebenden und eines für die Toten. Euch erwarten 9 Charakterklassen und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten, brutale taktische Kämpfe mit über 100 Waffen und Zaubern und ein Koop-Modus für 2 Spieler. Das macht auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck. Mit einem zweiten Wolf Among Us hatten viele schon nicht mehr gerechnet. Doch nach der Wiederauferstehung von Telltale ist auch das Episodenabenteuer wieder aus der Versenkung aufgetaucht. 6 Monate nach den Ereignissen des Vorgängers erwartet euch ein neues, düsteres Film-Noir-Adventure in einer abgefahrenen Comicwelt, in der Märchenfiguren quicklebendig sind. Wenn es am Ende wieder so packend wird wie der Vorgänger, sind wir definitiv an Bord. Splash Damage wurde mit Mehrspieler-Shootern wie Enemy Territory bekannt, später hat das Team auch bei der Gears of War-Reihe mitgemacht. Jetzt melden sich die Entwickler mit Transformers Reactivate zurück, einem Online-Action-Spiel für 1 bis 4 Spieler.
Viel mehr ist leider noch nicht bekannt, außer dass der Titel in einer düsteren Zukunft spielt, in der die Decepticons die Erde erobert haben und die Autobots nun zum Gegenschlag ausholen sollen. 2023 soll bereits die Closed Beta starten, die hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringt. Ein weiterer Boomer-Shooter, der uns in diesem Jahr bevorsteht, ist Warhammer 40k Boltgun. Die pixelige Retro-Optik zeigt schon, wohin die Reise geht. Euch erwartet ein unkompliziertes Actionbrett der alten Schule, das mit wuchtigen Waffen und flüssigem Gameplay punkten will. Und manchmal ist es eben genau das, was wir von einem Shooter brauchen. Für packende Geschichten gibt's ja schließlich noch genug andere Spiele, zum Beispiel das nächste. Fans von Warhammer 40k werden nämlich auch in diesem Jahr wieder ziemlich verwöhnt. Mit Rogue Trader entsteht derzeit sogar das erste klassische Rollenspiel mit der kultigen Lizenz. Für das Projekt zeichnet Owlcat Games verantwortlich, die zuletzt die guten Pathfinder-RPGs entwickelt hatten. Rogue Trader entführt euch in einen entlegenen Winkel des Weltalls, wo ihr als Freihändlertruppe neuen Reichtümern nachjagt, weitreichende Entscheidungen trefft, euer Gefolge ausbaut und taktische, rundenbasierte Kämpfe ausfechtet. Ein vielversprechendes Projekt, nicht nur für Warhammer-Fans. Millions of worlds into darkness, while we draw breath. Und nochmal Warhammer. Das erste Space Marine wurde noch von Relic entwickelt. Für den Nachfolger hat nun Saber Interactive den Job übernommen. Am Konzept dürfte Warhammer 40k Space Marine 2 nur wenig ändern. Ihr schlüpft wieder in die Rolle von Titus, einem genmanipulierten und technisch hochgerüsteten Supersoldaten, der sich diesmal durch eine Tyranniden-Invasion mähen muss. Die ersten Spielszenen versprechen eine tolle Schlachtenatmosphäre und brutale Massengefechte, in denen Nah- und Fernkampf fließend ineinander übergehen. Ob das auf Dauer aber mehr Abwechslung liefert als der Vorgänger, bleibt abzuwarten. We'll survive our wrath. An Witchfire fallen Entwickler, die schon an Ethan Carter, Painkiller und Bulletstorm mitgewerkelt haben. Da sind also Profis am Werk. Grafisch sieht's so toll aus wie eh und je, doch unter der Haube hat sich zuletzt einiges getan. Aus dem klassischen Ballerspiel ist nämlich ein richtiger Rogue-Light-Shooter mit halboffener Welt geworden. Dadurch hat sich das Spiel zwar auf 2023 verschoben, aber immerhin, laut der Entwickler, hat sich der Mehraufwand definitiv gelohnt. Von Team Ninja, den Entwicklern von Nioh, kommt ein brandneues Fantasy-Spiel, das zur Abwechslung mal nicht in Japan, sondern in China 184 Jahre vor Christus angesiedelt ist. Das Action-Rollenspiel ist stark von fernöstlicher Mythologie geprägt, was sich sowohl in der dramatischen Story, aber auch den fordernden Schwertkämpfen und dem Magiesystem niederschlagen soll. Es dürfte nicht nur für Nioh-Fans ein gefundenes Fressen werden, wo Long Fallen Dynasty wird ab Release auch im Game Pass enthalten sein. Their pain could be the foundation for a new age. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres PC-Jahresausblicks angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt noch ein paar spannende Titel für euch entdecken können. Natürlich konnten wir hier nicht jedes Spiel berücksichtigen und von den ganzen Titeln, die noch gar nicht angekündigt sind, fangen wir gar nicht erst an. Also, falls euch noch weitere Empfehlungen und Geheimtipps für dieses Jahr einfallen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare und lasst uns auch wissen, auf welche Spiele ihr euch besonders freut. Wir sagen danke fürs Anschauen und hoffen, dass ihr uns auch in diesem Jahr auf YouTube und pcgames.de die Treue haltet.